Hey du, schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris, wir spielen Spider-Man. Kümmern wir uns heute mal um diese Mission. Und ja, gehen wir auf der Schnellreise hin, denn das reißt sich sehr angenehm. So. Ah, okay. Zack, da sind wir da. Siehst du ohne mich rein? Ich gehe ihr nach. Nein. Doch. Sie leben noch. Aber wer weiß, ob die Flamme so viel Glück hat. Yuri meinte, er ist extrem gefährlich. Wir haben keine Ahnung, worum es bei dieser Purpurstunde geht. Und sie stürmt einfach los. Sehr elegant, wie wir hier anreisen. Hier waren doch welche. Hört auf die Flamme und sucht weiter. Irgendwann muss sie weg. Wer ist da? Komm, lass mal einen gucken. Oder auch zwei. Na toll, jetzt gehen die alle drei. Jetzt wieder nicht? Die machen mich ein bisschen fertig. Das Zeitfenster um... Guck doch mal hin. Das ist das Geräusch von vorhin. Ja, wir müssen mal gucken. Es sind immer noch zwei und da unten sind auch vier. Da ist es wieder. Habe ich das eben schon gehört? Ja, schau doch mal. Jetzt wieder nicht. Die sind kaputt. Wer ist denn hier am gefährlichsten? Das Narrenfeuer ist hier! Versuch nur! Zack! Ich glaub, ist hier! Die ist jetzt fertig. Kommen die hier hoch? Ich hatte auf etwas Action gehofft. Spider-Man ist über uns! Ja. Zack, das war's. Alles klar. Wo bist du, Yuri? Okay. Dieses Rumpeln klingt nicht gut. Ich muss bloß zu ihr. Hallo. Schade, ich dachte, es klappt leise. Das ist eine Karte von Brooklyn. Soll sich hier die Purpurstunde ereignen? Wieso Brooklyn? Was hat Oscorp mit all dem zu tun? Ein Lagerhaus? Schrottplatz? Parkplatz? Bibliothek? Wo ist da die Verbindung? Wir kriegen es raus. Das Buch der Flamme. Sie wollen die Welt verbrennen.
um in den Überresten zu leben. Okay, weiter geht's. Wir hüpfen hier durch. Oder auch nicht. Was jetzt? Ich will, dass das sofort weggeräumt wird. Was ist mit dem Team auf dem Dach? Du hast hier nichts zu sagen. Räumt den Schutt weg! Sofort! Yuri ist hinter den Trümmern. Wenn ich die Kultisten ausschalte, kann ich zu ihr und zur Flamme. Moment. Die stellen Sprengstoff her. Sie warten also nicht auf die Purpurstunde. Sie wollen sie auslösen. Okay, ich überlege, wo wir anfangen. Gerne leise ausschalten. Niemand antwortet. Hast du nicht zugehört? Aber schon gut. Wir haben hier, was wir brauchen. Ganz genau. Ganz genau. Ganz genau. Ach, da ist noch ein zweiter. Die Flamme wird heute Abend nicht ausgehen. Ich sehe ihn. Er ist hier. Du bist spät dran, Narrenfeuer. Da hat man dich vergessen. Wusstet ihr das nicht? Nur Spießer kommen pünktlich zur Party. Ich verbrenne. Wo soll diese Purpurstunde sein? Ist Brooklyn das Ziel? Brooklyn ist erst der Anfang. Was wollt ihr eigentlich? Es geht nicht darum, was wir wollen. Es geht ums Schicksal. Du bist mehr. Euer Anzug brennt mich nicht. Weg mit den Trümmern. So, wir wollen hier hinten rein. Da, ja, dahin wollen wir. So. Wer sagt denn was von Oscar? Halt! Das Narrenfeuer selbst! Genau wie ich es prophezeit habe! Au! Nein! Ich wusste, dass du es drauf hast, Yuri. Zack, weg ist er. So, das hält den Druck aufrecht, bis ich. Oh. Wer die Flamme will, muss erst an mir vorbeikommen. Dann wirst du gleich eine Menge Blut schlucken. Du wirst ihn töten müssen, Yuri. Meine Prophezeiung sagt, dass du niemals aufhörst. Danach mache ich dich fertig. Die Flamme muss sterben, Spider-Man. Je länger ihr lebt, desto mehr Menschen werden leiden. Es gibt andere, weniger traumatische Wege, um ihn zu stoppen. Und die Purpurstunde? Wir wissen immer noch zu wenig darüber. Du musst ja so, als würde er kooperieren. Da habe ich den. Was, wenn er wieder tötet? Dein Weg wird kein gutes Ende nehmen, Yuri. Vertrau mir! Dir vertrauen? Wie wär's, wenn du mir vertraust? Du warst bei seiner letzten Flucht nicht dabei. Du hast die Leichen nicht gefunden. Du hast sein Gesicht nicht gesehen. Sehr gut, falsch. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber das macht es trotzdem nicht richtig. Er entkommt mir nicht noch einmal. Niemals! Wirklich zu schade, Yuri. Denn ich sterbe heute Nacht. Es ist ja nicht so, dass ich ihn befreien will. Nein! Du willst nur den halben Weg gehen. Glückwunsch. Du darfst dein restliches Leben hinter Gittern verbringen. Und das verdanke ich dir. Oh, oh. Ja!
Wie wunderschön. Ich werde das nur ein kleines bisschen genießen. Gehst mir aus dem Weg! Du weißt, dass das nicht geht. Ich will nur das Richtige tun. Wenn du wüsstest, was das bedeutet. Du hoffst, versuchst, ich mache. Und du liegst nicht weit. Ich bin nicht der Feind. Die ist jetzt ein bisschen widerstandsfähiger. Die Augen auf! Da! Alles ist verschwommen! Dir ist es wichtiger, gut zu sein, als Gutes zu tun! War es schon immer! Du hast immer geglaubt, wir könnten beides! Ja, dann wurde ich erwachsen. Als hätte ich noch nie jemanden gerettet. Oh, und gestorben ist bei dir noch niemand? Das bezweifle ich. Du wolltest doch warten, bis wir hierher kommen. Enough. Und du bist nicht die Gerechtigkeit in Person. So solltest du auch. Du bist nur ein Typ in einem Kostüm, der den Helden spielt. Ich würde gerade eigentlich die Filmschuhe verwenden, aber heilen mal ein bisschen nach. Au. Schade, ich glaube, das war's. Ja, das war's. Oh, Mist. Ich bin nicht der Feind! Aua, wow, wow. Sei nicht egoistisch! Ich hab noch einen Schlag und wir... Ich wäre perfekt!
Yuri! Ach. Alles gut? Du solltest deine Prioritäten überdenken. Denn nicht die eine Person, die ich töten musste, raubt mir den Schlaf, sondern alle, die ich nicht retten konnte. Ich kenne meine Prioritäten. Ich lass nicht zu, dass die Flamme noch jemanden verletzt. Ich werde ihn finden. Irgendwie. Okay. Läuft. Kampf war ein bisschen schwierig. Zeitweise haben wir auch bescheiden angestellt. Nun gut. Hoffe dann, dass beim nächsten Mal besser funktioniert. Und wir haben von vielen, viele Punkte, so dass wir das ein und andere uns auch dann gönnen können. Was brauchen wir für den? So halt, mach mal, guck mal ganz oben, was wir da haben. Braucht man dann die? Braucht man die? Ich dachte, wir hier, wo wir die Technikteile brauchen, aber für alle brauchen wir immer noch so ein paar andere Stadtmarken, um die freizuschalten. Die roten geben wir erstmal nicht für Kleidung aus, denn da haben wir noch andere Prioritäten. Zum Beispiel Gesundheit. Da brauchen wir noch 4. Wobei ich überlege, ob wir uns das jetzt schon holen. Oder erst später. Im Sinne, dass wir dann versuchen, hiermit noch auszukommen. Mit der, die wir jetzt aktuell haben. Um dann noch Ausbaumöglichkeiten zu haben für später. Schaden reicht auch ein bisschen. Das sind auch wieder 18 Punkte weg. Wahnsinn. Fokus haben wir. Und dann werden es hier nochmal 16 Punkte, dann sind die auch schon gut weg. Da haben wir dann ordentlich uns verbessert, aber auch wenig von den Punkten. Wir haben hier ganz viel zum Verbessern. Gleichzeitig auch hier noch ein paar Fähigkeiten. Und nicht immer nicht. Und das sollte dann schon fast ausreichen. Achso, 1. Weiß gar nicht, ob die überall eins benötigen oder auch mal 2. Ah, da sind 2. Na komm. Ich merke das leider nicht immer alles. Demzufolge nutzen wir von denen, was wir haben, oder nutze ich von den Möglichkeiten, die wir haben, nicht allzu viele. So, okay. 4 fehlt nicht mehr. 3 oder 4 müssten reichen. Ja, spielen wir dann das nächste Mal. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst und gerne bis zum nächsten Mal. Bye!